Damit man es entsprechend schneiden kann. Ja, herzlich willkommen zum heutigen Webinarabend. Es geht um das Thema weg mit dem Winterspeck, beziehungsweise um unsere Body Mission. Und zwar, es geht darum, sinnvoll und gesund abzunehmen. Einige von euch werden am Smartphone zuschauen. Und wenn ihr das macht, kann es halt sein, dass ihr nur mich seht, aber die Präsentation nicht sehen könnt, also die Folien nicht sehen könnt oder halt nur die Folien seht und mich nicht seht. Wenn das der Fall sein sollte, dann probiert es doch einfach mal durch hin und her wischen. Dann könnt ihr normalerweise zwischen der Präsentation und mir als Sprecher wechseln. Wir werden heute ein bisschen kurz über unsere Probleme mit der Evolution sprechen oder Evolution, wie sie sich mittlerweile eben entwickelt hat. Wir werden über einen perfekten Start ins neue Jahr sprechen. Wir haben nur diese eine Zeit. Die Body Mission werde ich euch dann vorstellen und zum Schluss so ein kleines Fazit ziehen. Und zunächst erstmal Evolution, wie ich sie heute sehe. Also wir haben normalerweise alle dieses Bild im Kopf. Also das ist das, was wir alle gelernt haben. Aber wenn wir ganz ehrlich sind, dann muss da noch ein Bild dazu. Dann sieht Evolution heute so aus. Leider. Das hat natürlich verschiedene Faktoren, die das Ganze eben oder das ganze Problem auslösen. Wir haben zum einen mittlerweile extrem ungesundes Essen. Also selbst wenn wir uns bemühen und sagen, hey, wir möchten gerne zum Beispiel viel Gemüse, viel, ich sag mal, frische Kost zu uns nehmen, die meisten von uns beziehen nun mal ihre Nahrung aus dem Supermarkt, aber diese ist eben bei weitem nicht mehr von der Qualität, wie sie sein sollte. Wir haben heute Probleme mit ausgelaugten Böden, mit Pestiziden, mit chemischen Zusätzen. Und wenn ihr regelmäßig die Webinare verfolgt, wisst ihr, dass wir heute in 2022 vielleicht nur noch einen Bruchteil, ich würde sogar sagen, homöopathische Dosen von Mikronährstoffen in unserer gesunden Nahrung haben, wie noch in den 80er oder 70er Jahren. Und das ist natürlich ein riesengroßes Problem, denn unser Organismus lebt durch diese Mikronährstoffe. Und wenn die natürlich da nicht entsprechend drin sind, funktioniert er nicht mehr richtig. Zum einen kann er natürlich krank werden, aber zum anderen verbrennt er auch nicht mehr richtig. Und dadurch haben wir natürlich auch das eine oder andere Stoffwechselproblem. Viele von uns leiden mittlerweile an Bewegungsmangel. Ich glaube, es gibt so gut wie kaum noch einen Arbeitsplatz ohne Computer. Und wenn man mal schaut, dass man an der Arbeit schon mit technischen Geräten arbeitet oder mit einem Computer, wenn man dann zu Hause ist und noch mit einem Smartphone und einem Laptop und einem PC arbeitet, dann natürlich auch noch sich mal entspannen will vor der Glotze, dann hat man letzten Endes ein Problem. Und wir haben heute in Deutschland eine Durchschnittszeit von roundabout, ich glaube, 6 Stunden an Social Media, Fernsehen und Co. Das heißt, in diesen 6 Stunden findet im Grunde genommen keinerlei körperliche Bewegung statt. Und wenn man dann noch schaut, wie viele Menschen beruflich sich deutlich weniger bewegen, beziehungsweise in einer ständigen gleichen Haltung sind oder immer wieder das Gleiche tun, wobei sich der Körper da auch dran gewöhnt, dann ist ja klar, dass wir bei weitem nicht mehr so viel verbrauchen. Und wir sind eigentlich dafür geschaffen, 30 bis 35 Kilometer am Tag durch die Tundra oder durch die Steppen zu wandern. Und das fehlt definitiv im Moment. Ein Riesenproblem für den Stoffwechsel ist chronischer Stress. Damit meine ich jetzt nicht Stresssituationen, die ihr jetzt direkt nachvollziehen könnt, sondern meistens die, die wir gar nicht so, ich sag mal, gewahr sind oder gewahr haben. Das sind zum Beispiel Elektronisierung. Damit meine ich zum Beispiel überall ständig irgendwo Strom um einen herum, sogar nachts im Schlaf, sei es der Radiowecker oder andere Dinge. Die gesamte Digitalisierung ist ein Riesenproblem. Ich sehe es halt auch an mir. Ich habe unwahrscheinlich viele E-Mails, WhatsApps etc. Das sind mehrere hundert am Tag. Und viele Menschen sind sehr nervös, wenn ich nicht innerhalb von wenigen Tagen oder einer Woche antworte und denken schon, ich habe vielleicht die Nachricht nicht gesehen. Nur ich kriege diese Mengen gar nicht mehr in dieser Geschwindigkeit abgearbeitet, sodass natürlich dann doch das eine oder andere auf der Strecke bleibt. Mir macht es aber logischerweise Stress.
Und während man früher ein, zwei Wochen Zeit hatte, um auf einen wichtigen Brief zu antworten, sind es heute halt vielleicht wenige Stunden. Und dann kommt unter Umständen schon die Meldung, hey, hast du meine Nachricht nicht gelesen? World Wide Web ist natürlich auch ein entsprechendes Problem. Ich sage jetzt mal, wenn ich heute etwas wissen will, gucke ich einfach schnell im PC nach. Früher musste ich mal aufstehen und musste mir ein dickes Lexikon holen. Also die Zeiten haben sich hier geändert. Wir bräuchten als Gegenpart definitiv mehr Ruhe, mehr Erholung, mehr Ausgleich, aber aufgrund von Faktoren wie Umweltlärm, stetigen Lärm im Büro etc., aber auch zum Beispiel dieses faktisch ständig auf Zack, ständig auf Bereitschaft sein, dieses 24/7, das macht uns Stress. Und heute am Arbeitsplatz zum Beispiel haben wir viele Menschen, die heute eine Arbeit machen, die noch vor wenigen Jahren vielleicht 5 oder 10 Kollegen mehr gemacht haben, müssen aber das gleiche Pensum schaffen. Man hat also, das hat auch wieder mit der Digitalisierung zu tun. Man hat von Arbeitgeberseite aus hier alles für getan, um die Digitalisierung voranzutreiben und zu optimieren, was klar ist. Man möchte ja gewinnorientiert arbeiten. Man vergisst aber immer, dass Menschen an dieser Maschine sitzen, die die bedienen müssen. Und man erwartet einfach, wenn Programme schneller werden und die Technik eben optimal ist, dass dann entsprechend die Menschen das auch so hinbekommen. Das ist natürlich auch ein Riesenproblem. Ja, und da kommt vieles andere mehr noch dazu. Ich denke, Themen wie Luftverschmutzung, Klimawandel etc., die sind uns alle irgendwo bewusst. Und das alles führt natürlich zu Problemen im Stoffwechsel. Ja, dadurch nehme ich unter Umständen halt natürlich zu oder nehme gar nicht erst richtig ab. Und um jetzt einfach mal über deinen perfekten Start ins neue Jahr zu sprechen, finde ich es einfach mal ganz interessant, dass das ein mega aktuelles Thema ist. Das heißt, wenn wir jetzt die letzten Jahre einfach schauen, was liegt denn an Platz Nummer 1, 2, 3, 4 etc. der guten Vorsätze, kommt im Bundesdurchschnitt abnehmen schon an dritter Stelle. Wobei mehr Sport treiben und gesünder ernähren im Grunde genommen nichts anderes als eine Ausdrucksform des Abnehmens ist, was viele Leute einfach nur anders ausdrücken. Ich meine, wer sagt schon ehrlich, hey, ich bin zu fett, ich muss abnehmen? Die meisten sagen, ja, ich müsste mal ein bisschen gesunder leben, hey, ich müsste mich mal wieder mehr bewegen. Aber letzten Endes steckt da meistens auch der Wunsch dahinter, tatsächlich hier auch auf Idealgewicht zu kommen oder eben ein paar Kilo abzuspecken. Und ich möchte euch vorab einfach auch klar machen, wir leben nur einmal und wir haben nur einmal diese Zeit. Und ich selber habe in meiner Erkrankung, die ich im November hatte, ein Tief, definitiv, wo ich einfach irgendwann mal auch dachte für mich, Mensch, Alter, was hast du dir die letzten Jahre eigentlich angetan? Nicht in dem Sinne bewusst, sondern in dem Sinne, du hast nicht mehr auf dich geachtet, du hast dich komplett vernachlässigt. Ich selber habe das als Initialzündung schon im November für mich gesehen. Ich habe auch schon 17 Kilo mit der Body Mission seitdem abgenommen. Ich bin also immer, ich sag mal so gerne, ein Fan von Entscheidungen. Ich habe es also nicht aufs Neujahr geschoben, nach dem Motto, kommt ja noch Weihnachten und Geburtstag von Ilona und mein Geburtstag. Das heißt, ich habe natürlich ganz strikt die Body Mission eingehalten, ohne Alkohol etc. Und ich kann euch nur dazu animieren, wenn ihr heute für euch diese Entscheidung trefft, dann trefft sie heute und nicht, ja, nächste Woche fange ich an, nächsten Monat fange ich an oder vielleicht was weiß ich nicht, fange ich an, weil dann fangt ihr nächstes Jahr auch wieder nicht an. Und ihr müsst euch klar machen, wir haben nur diese eine Zeit, der Tag hat nur 24 Stunden, das sind 168 Stunden in einer Woche, 720 Stunden in einem Monat, 8.760 Stunden in einem Jahr. Und in fast 600.000 Stunden sind 70 Jahre vorbei. Und ich finde, das ist ein geniales Zitat von Thaddäus Koroma, was uns einfach besagt, dass wir einfach auch Entscheidungen mal treffen müssen und sie dann natürlich auch direkt durchziehen. Wenn hiervon etwas für dich zutrifft, im Sinne von, es trifft voll und ganz auf mich zu oder es trifft bedingt auf mich zu. Also wenn ihr hier nicht das Kreuzchen macht von stimmt gar nicht, trifft gar nicht auf mich zu und nur eine oder zwei Fragen zutreffen, dann ist das Thema definitiv das Richtige für euch.
Ich möchte euch heute erzählen, für wen die Body Mission überhaupt gedacht ist, was das Ganze überhaupt ist, was uns das bringt, wie es funktioniert und letzten Endes, wie ich meine Body Mission starte. Für wen ist die denn gedacht? Wir haben vorhin über Gewichtsmanagement gesprochen, beziehungsweise über Adipositas, weil zum Gewichtsmanagement gehört natürlich genauso auch Untergewicht und tatsächlich funktioniert es bei beidem. Die Body Mission ist natürlich genial geeignet bei Übergewicht zum Abnehmen. Und da muss man nicht unbedingt einen schweren Adipositas haben. Man kann sogar im Ideal BMI sein, aber wenn man einfach sagt, hey, 1, 2, 3 Kilo, ich will abnehmen, ja, dann macht man halt unser Kurzprogramm, die 28 Tage Body Mission. Möchte man 4, 5 beziehungsweise 5 Kilo oder mehr abnehmen, macht man halt die 3-Monats-Body-Mission und ist es eben deutlich mehr wie bei mir, ja, dann macht man die 3-Monats-Body-Mission eben mehrfach hintereinander. Das ist ja gar kein Thema. Nur mal für euch als Beispiel, ich habe schon Patienten betreut von 280 Kilo auf 90 Kilo. Das macht man nicht in 3 oder 6 oder 9 Monaten. Natürlich haben wir mit diesem Patienten über 2 Jahre insgesamt gearbeitet, also 1,5 Jahre, aber dann über 2 Jahre, um das Ganze auch zu festigen, zu halten. Wir haben praktisch eine dritte Phase hinterhergeschoben und ja, es ist fantastisch. Er hat immer noch die 90 Kilo. Ja, und daran seht ihr halt, wie die auch funktioniert. Wir haben aber auch schon Leute mit Diabetes mellitus und zwar interessanterweise, egal ob jetzt Typ 1 oder Typ 2, Typ 2 können wir, also der sogenannte Altersdiabetes, ich sage auch immer gerne der angefressene Diabetes, den können wir stellenweise sogar heilen. Interessant ist aber auch der Typ 1-Diabetes. Ich habe Typ 1-Diabetiker in der Praxis mehrfach betreut, die ihre Langzeitwerte auch unter 6 bekommen haben und tatsächlich größtenteils keine Medikamente mehr spritzen müssen, weil der Blutzucker so niedrig und stabil ist. Also auch sehr, sehr interessant. Auf jeden Fall etwas, wo man nachdenken muss. Und wenn man das Ganze natürlich dann kombiniert mit einem Darmaufbau, was beim Diabetes 1 ganz, ganz wichtig ist, weil er zu den Autoimmunerkrankungen gehört, hat man auch gute Chancen, hier extreme Verbesserungen reinzubekommen. Also auf jeden Fall, dass die Patienten deutlich weniger Medikamente brauchen. Bei Untergewicht auch ein Thema. Deswegen habe ich vorhin bewusst gesagt, Gewichtsmanagement. Denn hier nehmen wir es natürlich als Zusatznahrung und ihr wisst selber, es bringt überhaupt nichts, wenn ich jemanden mit Untergewicht habe und ihn voller Schokolade stopfe, weil jemand mit Untergewicht will ja nicht unbedingt ungesund zunehmen, er möchte ja gesund zunehmen. Und hier ist natürlich die Body Mission als Zusatzmahlzeit genial geeignet, weil so ein Shake kriegt man einfach auch mal schnell zusätzlich runter oder so ein Riegel. Und daher kann ich das halt hier wärmstens empfehlen. Ich habe es vorhin angedeutet, es geht auch mal um 1, 2 Kilo für einen schnellen Erfolg. Ich sage jetzt mal, im Moment fliegen wir alle im Winter, aber wenn es dann ins Richtung Frühjahr geht und wir haben vielleicht nur 1, 2 Kilo, die jetzt zwicken, um in Bikini-Figur zu kommen, ja, dann mache ich halt natürlich einfach mal die 28 Tage Body Mission. Vielleicht habe ich mal einen wichtigen Termin, Vorstellungstermin, wo ich sage, ich passe nicht mehr so gut in meinen Anzug rein oder ihr meldet es in euer Business-Kostüm und sagt, hey, ich will einfach mal hier schnell ein bisschen abnehmen oder Fototermin oder was auch immer. Ich finde es sehr interessant, vor allen Dingen für das gesunde Leben, für den nachhaltigen Erfolg, denn Körpergewicht hat ganz, 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 ganz viel mit Gesundheit zu tun. Und hiermit meine ich natürlich Idealgewicht, nicht Untergewicht. Und das ist natürlich etwas, wo die Body Mission, finde ich, uns unwahrscheinlich gut hilft, da kommen wir nachher noch zu. Dann einfach, um auch Gewicht und Form zu halten, denn oftmals ist es ja so, das kennt ihr selber, man hat ein bisschen Stress, oder viele von euch sind ja auch businessmäßig unterwegs, dann wird abends noch halt selbstverständlich mal eine Produktvorstellung gemacht, eine Geschäftsvorstellung gemacht oder so wie ich heute ein Webinar. Ja, und ich habe es jetzt heute zum Beispiel noch nicht geschafft, zum Abend zu essen. Das heißt, ich bin jetzt direkt von der Praxis hier hingerast, bin noch in den Stau gekommen, musste mich also sofort vor den PC setzen. Natürlich habe ich nachher noch Hunger. Gut, jetzt bin ich gerade eh in der Body Mission, aber selbst wenn ich jetzt nicht in der Body Mission wäre, wäre es natürlich jetzt oder ist es natürlich hinterher wesentlich sinnvoller, einfach zu sagen, hey, ich esse jetzt noch eine leckere Suppe oder ich mache mir jetzt einen Shake, was schnell und einfach geht, wo ich eben überhaupt nicht nachdenken muss, anstatt wie sonst, wenn ich nicht nachdenken will,
vielleicht eine Pizza reinzuschieben oder irgendwie nur schnell Nudeln zu kochen oder ein Brot zu schmieren, ja, was ja genauso wenig sinnvoll ist. Und hier kann man natürlich auch, wenn man gar nicht die Body Mission macht, einfach tatsächlich mal das eine oder andere Lieblingsprodukt einfach im Schrank bunkern und sagen, hey, das mache ich, wenn es mal schnell gehen muss und ich eben nicht zu diesen schlechten Lebensmitteln greifen möchte, die ich gerade genannt habe. Das Gleiche gilt natürlich für unterwegs. Ihr wisst selber, wenn man unterwegs ist, man hat mal Hunger, man ist vielleicht 4 Stunden irgendwo im Auto auf einem Business-Termin unterwegs oder. Was machen viele? Sie halten irgendwo eine Raststätte an, sehen dann die Brötchen, die fertig geschmierten oder, keine Ahnung, irgendwelche Tüten, die man nur aufreißen muss und etwas rausholen muss. Und hier kann ich euch nur sagen, ist die Body Mission genial. Auf jeden Fall könnt ihr getrennt das Pulver zum Beispiel von der Flüssigkeit, in der ihr es mixen wollt, alle Shakes mitnehmen. Auf alle Fälle ist es null Problem und ihr könnt vor allen Dingen auch mit den Riegeln arbeiten. Also hier habt ihr definitiv eine gute Möglichkeit für ein gesundes Essen für unterwegs. Man fühlt sich deutlich wohler, aber einfach weil der Ranzen nicht so voll ist. Das ist das Schöne. Die Body Mission sättigt. Sie sättigt sehr lange, sehr anhaltend, aber sie macht eben nicht voll. Und tatsächlich machen viele auch die Body Mission, um Geld zu sparen. Ich habe das damals überhaupt erstmal gar nicht kapiert. Das war zum Beispiel ein genialer Tipp von Felix Patzer, der dann irgendwann mal auch uns ausrechnet und sagt, natürlich, ich mache einmal im Jahr auf jeden Fall die Body Mission, um erstens mich natürlich in Form zu holen und außerdem spare ich direkt Geld. Und das haben wir natürlich erst so wie jetzt. Aber es ist tatsächlich so, wenn ihr euch die Body Mission ausrechnet, werdet ihr merken, dass ihr pro Mahlzeit deutlich unter 2 Euro kommt. Und wenn ihr wisst, dass eine normale Mischkost, wenn ich gesund koche, und das wird ja jetzt mit der Inflationsrate immer schlimmer, aber schon bevor wir jetzt die Inflationsrate so hoch hatten, waren wir bei einem Mischkostler in etwa bei 2,50 Euro bis 3,50 Euro, beziehungsweise genauer gesagt 2,58 Euro im Schnitt bis 3,58 Euro pro Mahlzeit. Das heißt, mit der Body Mission kann ich dann tatsächlich einfach auch noch sehr, sehr günstig mich ernähren. Daher sage ich auch immer, wenn es darum geht, einfach mal bei LR vielleicht Partner zu werden, um auch die Einkaufspreise, die günstigen von uns zu nutzen. Die Body Mission ist ein genialer, für mich kostenloser Einstieg, wenn ich sowieso abnehmen will, denn essen muss ich sowieso. Kommen wir mal zu wichtigen Fragen. Viele denken schon richtig lange darüber nach, abzunehmen. Und ich habe es vorhin angesprochen, es ist nie der richtige Zeitpunkt. Kennt ihr das? Ja, man sagt so vor Silvester, ja, ab 1. Januar lege ich los. Ja, dann war irgendwas, dann sind vielleicht die Verwandten noch länger geblieben. Dann hat man natürlich noch länger gekocht. Dann ist man noch mal eingeladen. Dann hat es gerade nicht gepasst. Dann hat man vielleicht, wie ich jetzt, irgendwo Anfang des Jahres Geburtstag. Dann wird noch mal gefeiert. Und schon hast du wieder vergessen, was du abnehmen wolltest. Dann schiebst du es und schiebst du es und schiebst du es, weil dann kommt ja schließlich noch Karneval, auch wenn man den vielleicht nicht auf der Straße feiern, aber vielleicht ein paar Gäste hat. Dann kommt ja noch Ostern. Ja, und im Sommer bin ich so oft eingeladen zum Grillen, da passt es gerade nicht. Und so kann sich das Ganze durchziehen. Und das ist das, was ich vorhin meinte. Wenn ihr darüber nachdenkt, abzunehmen, dann trefft die Entscheidung und fangt sofort an und nicht erst irgendwann zu einem Punkt X zu kommen. Viele haben auch schon Diäten durchgeführt, also kennen einiges an Diäten und haben daher natürlich auch schon oft einen richtigen Frust, weil die klassischen Diäten oft über einen extremen Mangel funktionieren. Man 2-3 Wochen super abnimmt, plötzlich einen Stillstand hat, nicht weiterkommt. Was macht man? Noch weniger essen. Man kommt in noch mehr größeren oder noch größeren Mangel. Was macht man? Noch weniger essen. Irgendwann mal hat man das Gefühl, man braucht das Stück Kuchen nur noch anzugucken und nimmt nicht mehr ab, beziehungsweise sogar zu. Und wenn man dann sich entscheidet, wieder normal zu essen, in Anführungsstrichen, weil man als normal das empfindet, was man vorher gegessen hat, was übrigens aber ein falsches Essen ist, weil so, sonst hätte ich ja vorher auch nicht zugenommen, hat man natürlich das Problem, dass man sofort wieder zunimmt und im Regelfall dann tatsächlich sogar mehr zunimmt als vorher. Und das ist der sogenannte Jojo-Effekt. Und glaubt mir, Leute, der ist für die meisten richtig frustrierend.
Wenn wir da mal schauen, welche Art von Diäten ausprobiert worden sind, dann sind es eben, was weiß ich, FDH. Das ist der klassische Fall. Nur da muss ich nochmal FDH, nochmal FDH. Das funktioniert irgendwann mal nicht mehr, weil ich den Stoffwechsel nicht hochpushe. Oder aber wir haben zum Beispiel oft fertige Systeme, wie zum Beispiel Amazen und Co. Und hier muss man ganz klar sagen, haben wir die meisten Diäten, das zwar funktionieren in der Phase, wo ich sie nehme, aber mega ungesund sind. Wir haben wirklich nach Almaseten und mittlerweile, ja, ich kann es euch nicht mehr von der Zahl sagen, damals waren es 3, aber wir sind mittlerweile sicherlich über 10 Patienten, die wir die Jahre jetzt schon behandeln mussten, teilweise mit schweren gesundheitlichen Schäden nach der Durchführung von mehreren Wochen Almaset, weil halt keine Betreuung da war, den Leuten ist nicht gesagt worden, dass es letzten Endes doch zu einem Mangel führt. Es wird in der Apotheke verkauft oder im Reformhaus. Dadurch denken die Leute direkt, ach, das ist gesund. Ja? Und das ist das Problem. Da kommen wir aber nachher nochmal genauer zu. Was mir wichtig ist, speichert bitte schon mal für euch das Wort Formula-Diät ab, denn eine Formula-Diät ist eine echte Formula-Diät. Für mich die einzig zulässige Form einer Diät. Wobei mir auch wichtig ist, dass wir das von vornherein klarstellen, eine Diät ist nur eine Initialzündung beziehungsweise eine gesunde, wenn es eine Formula-Diät ist, eine gesunde Möglichkeit von A nach B zu kommen. Es ist nicht der Ersatz für eine bewusste, gesunde Ernährung. Ja, da müssen wir auch nochmal ganz deutlich drüber nachdenken. Viele Menschen wünschen sich ein anderes Körpergewicht. Sie wünschen sich einfach abzunehmen. Sie wünschen sich vor allen Dingen, sich wohler zu fühlen. Nach einigen Diäten geben allerdings aus diesen Gründen, die wir gerade genannt haben, einige beziehungsweise viele auf. Es werden sogar einige krank, habe ich auch schon angesprochen. Und sie wiegen oft mehr als vorher. Das ist dieser Jojo-Effekt. Und es gibt eben diese Mengen an Extremdiäten. Und die sind eben zu einseitig, sie sind nicht nachhaltig und viele davon sind gesundheitsschädlich. Und das sage nicht ich, sondern das sagt tatsächlich die Wissenschaft dazu, weil die teilweise natürlich auch oder zum Glück auch schon überprüft worden sind. Warum ist es so? Weil sie eben, ich sage jetzt mal, ja, einfach zu einseitig sind. Also da ist halt nichts drin und letzten Endes haben wir hier das Beispiel. Ich habe euch vorhin gesagt, wir kommen noch dazu. Ökotest hat mal hier einen Test gemacht. Das ist jetzt, ich glaube, 2 Jahre, 3 Jahre her, 2019. Und im Ökotest hat man Almaset ganz klar als ungenügend abgestraft. Und ihr seht unten drunter die Bemerkung, 2 Drittel aller Diätdrinks sind komplett durch den aktuellen Test gefallen. Und auch der Bestseller von Almaset war sehr, sehr stark mit Spuren von Mineralöl, von gentechnischen Sachen belastet, also regelrecht gesundheitsgefährdend. Die Lösung, ich habe es euch vorhin gesagt, ist die Formula-Diät. Jetzt gibt es natürlich Diäten, die heißen schon Formula und das ist nichts anderes als ein Mittel, um den Endverbraucher wirklich zu irritieren, denn eine Formula-Diät heißt nur Formula-Diät, wenn sie nach Paragraph 14 entsprechend des Diätgesetzes auch so hergestellt worden ist. Und das heißt, dass diese Diät definitiv keinen Mangel in irgendeiner Form hervorrufen darf. Und die Body Mission gehört eben zu diesen Formula-Diäten. Das ist eine medizinisch anerkannte Form der Gewichtsreduktion. Ich sage auch gerne das Gewichtsmanagement, weil wir ja vorhin auch gesagt haben, als Zusatznahrung kann man sie eben auch hier sehr gut einsetzen. Im Alltag scheitern aber viele Formula-Diäten halt dadurch, dass sie, ja, ich sag mal, irgendwo oft so ein Hunger- oder Appetitgefühl haben. Vor allen Dingen die Abwechslung fehlt, dass sie oft total total kompliziert sind oder unpraktisch in der Durchführung sind. Oftmals sind sie sehr einseitig, weil es nur 2, 3 Geschmacksrichtungen geht. Also es fehlt dann irgendwo echt am Genuss. Und was ganz wichtig ist, es nützt nichts, wenn ich nur sage, hey, mach mal die Body Mission und lass dich alleine. Ihr wisst selber, wie es ist. Klar, wir reden nicht von 2, 3 Kilo. Das geht easy. Sondern wenn man eben wirklich 10, 15, 20, 30 Kilo abnehmen möchte, ist Motivation und Unterstützung ein
ganz, ganz wichtiger Faktor. Und diesem Problem, finde ich, hat sich LR genial gestellt. Die Lösung dafür ist eben unsere Formula-Diät, die 28-Tage-Body-Mission, die wir auch als 3-Monats-Body-Mission haben. Und die werde ich euch gleich genauer vorstellen. Was ist das Ganze? Es ist eine ganzheitliche Lösung. Es ist schnell, einfach. Vor allen Dingen ist es nachhaltig und es ist eben gesund, um abzunehmen. Wie gesagt, kein Ersatz für eine gesunde Ernährung überhaupt. Da muss man natürlich dann schon irgendwo mal mehr machen. Aber um abzunehmen, ist es eine richtig gute, gesunde Form. Und was ich halt toll finde bei LR, und das betrifft das gesamte Lifetag-Programm, also nicht nur unsere 28-Tage-Body-Mission, es ist halt wirklich individuell. Durch die Aufbauprodukte kann ich also auf jeden Körpertyp, auf jedes Stoffwechselproblem eingehen. Ihr wisst selber, viele von euch sind ja schon LR-Partner, weil sie Probleme mit ihrer Gesundheit hatten. Vielleicht hatten die Stoffwechselkur gemacht, die Darmaufbaukur, vielleicht beides zusammen. Vielleicht die Zellbasiskur, weil ihr gemerkt habt, boah, ich brauche mehr Mikronährstoffe mit Zellessenz etc. Und ich finde es halt genial, weil man das zur Body Mission hervorragend kombinieren kann. Was mir bei LR so gut gefällt als Heilpraktiker ist, dass nicht nur der naturheilkundliche Ansatz, also dass die Natur immer als Beispiel genommen wird, sondern das Ganze eben mit wissenschaftlichen neuesten oder mit neuesten wissenschaftlichen Erkenntnissen kombiniert wird. Das heißt, das Wissen aus Wissenschaft und Forschung wird hier immer aktuell mit reingenommen. Das sehen wir auch bei den neueren Produkten, die gelauncht worden sind. Also dadurch hat LR immer ein Alleinstellungsmerkmal. Das gilt natürlich auch für die Body Mission. Und ich kann euch hier schon mal richtig neugierig machen. Am 8.1. werdet ihr auch wieder ein neues Produkt, eine neue Produktserie vorgestellt bekommen. Notiert euch bitte den Termin. 8.1., ich glaube 20.15 Uhr auch bei LR. Lasst euch den Link geben von eurem Orga-Leiter, von eurem Teamleiter. Das wird auch wieder ein genialer Jahresauftakt mit einem genialen neuen Produkt beziehungsweise einer neuen Produktserie, die übrigens auch hervorragend zur Body Mission passt. Mehr darf ich euch aber noch nicht verraten. Stellen wir aber dann nochmal Ende des Monats in einem gesonderten Webinar vor. Sehr, sehr wichtig für mich immer der ganzheitliche Ansatz. Und das ist eben auch klassisch, nicht nur für die Body Mission, sondern wirklich für das gesamte Lifetag-Programm. Hier hat sich wirklich LR und ich denke federführend, vor allen Dingen der Dr. Wehr, schon immer Gedanken gemacht. Unsere Produkte sind wirklich immer von der Idee her ganzheitlich, nachhaltig und das fasziniert mich als Heilpraktiker immer wieder. Die schnelle Wirkung seht ihr sofort. Das heißt, ihr habt wirklich richtig gute Erfolge in sehr kurzer Zeit, selbst mit einem sehr schwachen Stoffwechsel, was sich aber ja dann wieder durch die individuellen Aufbauprodukte nochmal zusätzlich pushen kann. Und hier ist eben wichtig, dass ihr hier dann auch wirklich, wenn ihr die Body Mission jetzt, sagen wir mal, alleine macht oder erstmal ohne Beratung macht, holt euch dann die Beratung, falls es irgendwo hängt. Ja, da habt ihr immer einen Ansprechpartner in eurer Upline oder eben bei der Person, die euch empfohlen hat. Und dann werdet ihr merken, wenn man dann zum Beispiel noch was kombiniert, wie Aloe Vera oder andere Dinge, hat man so richtige Stoffwechselaktivatoren, die dann nochmal das Ganze zusätzlich pushen. Die Diätbooster, die wir sowieso im Programm drin haben, die verstärken natürlich die Fettverbrennung. Die Body Mission, hatte ich ja gesagt, ist sehr einfach auch in der Durchführung. Also wir haben wirklich auch schon Jugendliche und Kinder, die eben problemlos mit der Body Mission zurechtkommen, super damit abnehmen, easy damit abnehmen, gesund damit abnehmen und eben total motiviert sind, weil sie eben selber damit klarkommen. Wir haben zum Beispiel ganz tolle Rezepte, die man eben kochen kann mit wunderbaren Angaben. Und meine Tochter hat damals, glaube ich, mit 14 oder 15 zum Beispiel von sich aus die Body Mission machen wollen und hat sie komplett alleine durchgeführt. War für uns natürlich super, weil sie auch natürlich für uns dann direkt gesund mitgekocht hat. Und die Body Mission ist auch extrem alltags- und natürlich familientauglich. Was meine ich damit? Ich kann eben innerhalb der Body Mission natürlich problemlos auch mal einen Tag daneben hauen, sündigen. Ich muss dann halt nur wissen, was mache ich am Folgetag danach und kann direkt in die Body Mission reingehen. Also es ist überhaupt kein Thema. Ihr müsst nicht so wie ich jetzt unbedingt dann Geburtstag, ich sage jetzt mal, mit ein bisschen Saft, mit Wasser anstoßen. Wenn ihr dann mal ein Glas Wein trinken wollt, gar kein Thema. Geht natürlich hier nur um die Häufigkeit und die Mengen. Ihr könnt auch
eingeladen werden, essen, auch mal ein Stück Kuchen essen. Ihr müsst einfach dann natürlich die Tage danach wieder diszipliniert arbeiten. Und das ist das Schöne. Daher funktioniert die Body Mission wirklich richtig gut und eben auch ohne Verzicht. Sie funktioniert definitiv sehr gut oder immer, einfach weil wir keinen Jojo-Effekt haben. Wir haben die Wirksamkeit durch Studien belegt, die Unterstützung, die Motivation ist tatsächlich auch gegeben. Also wir haben hier ein ganz, ganz tolles Programm. Da komme ich später nochmal drauf zu sprechen. Das heißt, ihr habt hier wirklich ein Programm, wo ihr nachher eben nicht nur euer Gewicht einpflegen könnt, sondern da sind Fragen, Antworten, Motivationsvideos, Sportvideos, etc., etc. Ganz tolle Rezepte, die man eben auch für später nutzen kann, wenn man später weiter gesund kochen will. Also richtig gut, richtig ein Rundum-Paket. Was bringt mir das Ganze? Denn es geht tatsächlich ja nicht nur um Abnehmen, denn ich habe es vorhin angesprochen, ein optimales Körpergewicht bringt euch immer mega viel Gesundheit. Denn wir wissen heute, das Risiko von Erkrankungen ist deutlich niedriger, wenn ich ein niedrigeres Körpergewicht habe, beziehungsweise wenn ich ein optimales Muskel-Fett-Verhältnis habe. Es bringt natürlich nichts, wenn ich dünn bin oder kachektisch bin und habe einen kleinen Diabetikerbauch. Das ist damit nicht gemeint. Es ist schon die optimale Zusammensetzung von Körperfett im Verhältnis zu Muskeln gemeint. Aber genau darum geht es in der Body Mission. Denn hier nehmen wir ab, zum Beispiel ohne Muskelverlust, beziehungsweise wenn wir Sport machen, können wir sogar gleichzeitig Muskeln aufbauen. Und das Interessante ist halt auch zusätzlich natürlich, meine Vitalität nimmt zu. Also mein Immunsystem wird natürlich auch besser. Ja, der ganze Stoffwechsel wird besser. Also es ist schon für die Gesundheit ein sehr tragender Teil. Und später, die gesunde Ernährung alleine macht locker 60% bei jeder Erkrankung aus. Also dir kannst du jede Erkrankung um 60% verbessern, nur durch eine optimale Ernährung und ein optimales Körpergewicht. Für die Psyche finde ich persönlich es wahnsinnig wichtig, also alleine angesprochen zu werden, hey, du hast doch abgenommen, hey, was machst du? Du kriegst Komplimente, deine Figur sieht ja nicht nur im Spiegel für dich besser aus, du kannst dir plötzlich wieder tolle Sachen anziehen, die vielleicht lange im Schrank hängen, die Hose kneift dich mehr, der Bauch drückt nicht, wenn du die Schuhe zubindest, etc. Also das Gefühl ist ein ganz anderes, aber es ist natürlich auch Wahnsinn, was du an Komplimenten von außen bekommst, an Zuspruch von außen bekommst, weil man sieht es nun mal, wenn du abgenommen hast. Und das lässt natürlich dein Selbstbewusstsein in dem Moment auch wachsen. Und ja, das allgemeine Wohlbefinden steigt logischerweise. Und ich sage mal, die Bestätigung, die kommt natürlich dann von allen Seiten. Wie funktioniert die Body Mission? Um zu wissen, wie die Body Mission funktioniert, muss ich erstmal zunächst erklären, was ist denn das Problem, was unseren Stoffwechsel zum Erliegen bringt? Also warum nehme ich zu oder warum nehme ich gar nicht mehr richtig ab? Weil viele versuchen ja einfach abzunehmen, es passiert nichts. Und wir haben drei Faktoren, die hier ganz, ganz, ganz wichtig sind. Deswegen ist ja auch ein fettes Ausrufezeichen. Das ist zum einen der Insulinhaushalt. Das heißt, wie verhält sich mein Blutzucker? Entschuldigung, ich muss mal einen Schluck trinken. Und zum Zweiten, genauso wichtig, der Säure-Basen-Haushalt. Das ist übrigens der Grund, warum die meisten, die einfach nur mit FDH oder so abnehmen, aber nichts Grundlegendes in der Nahrung ändern, dann tatsächlich irgendwann mal übersäuern, ja? Und dann eben der Stoffwechsel zum Erliegen kommt. Das erkläre ich gleich genauer. Und letzten Endes, ganz, ganz wichtig, muss auch immer der Darm in seiner Zusammensetzung stimmen, also die sogenannte Darmsymbiose muss stimmen. Was bedeutet das im Einzelnen? Schauen wir uns mal den Insulinhaushalt an. Normalerweise ist es halt so, und das ist ein Riesenproblem, wenn ich kurzkettige Kohlenhydrate, wie Brot, Teigwaren, zum Beispiel Nudeln, Zucker oder Reis zum Beispiel zu mir nehme, oder aber auch zum Beispiel Ersatzzucker wie Maisstärke oder andere, dann habe ich ein Riesenproblem, weil ich habe dann immer einen Zucker hoch und danach folgt immer ein Unterzucker, also immer ein Zucker tief. Das bedeutet, ich habe eine sehr, sehr hohe Insulinausschüttung, die dann, wie gesagt, dann zum Unterzucker führt. Und das macht zwei richtig problematische Dinge. Die Folge des Überzuckers ist eine Türsteherfunktion. Im Überzucker habe ich so viel Zucker,
dass mein Körper ganz viel Insulin ausschütten muss. Und Insulin funktioniert eben wie ein Türsteher, der lässt kein Fett in die Zelle hinein. Das heißt, Fett kann nicht mehr in der Zelle verbrannt werden, nicht mehr als Energielieferant genutzt werden, denn unser Körper darf kein Zucker im Blut haben. Wisst ihr alle, Diabetes ist eine schwere Erkrankung, eine gefährliche Erkrankung, weil der kristalline Zucker regelrecht die Gefäße aufschlitzen kann. Und damit das eben nicht passiert, wird Zucker immer primär, also immer zuerst abgebaut, immer vorrangig vor Fett. Heißt, wenn ich ein dickes, fettes Stück Sahnetorte zu mir nehme, wird erstmal nur der Zucker aus der Sahnetorte verbrannt, ja? Und die Sahne, also das Fett, wird erstmal angelagert. Das Problem ist jetzt, wenn der Insulin aber hoch ist, kann der Zucker irgendwann mal nicht mehr verbrannt werden und dann muss aber trotzdem aus Blut raus und deshalb baut unser Körper aus diesem Zucker sofort Fettglykogen. Das heißt, ich baue mir Stück für Stück durch diese Kohlenhydrate, durch diesen Zucker immer mehr Hüftgold an. Ganz krass ist es bei Alkohol, denn Alkohol gibt das gleiche Signal an meinen Körper, hey, da sind ganz viele Zucker, ganz viele kurzkettige Kohlenhydrate. Und das Krasse ist, man hat hier nicht nur 4 Kilokalorien pro Gramm, sondern sogar 7, also fast das Doppelte. Beim Alkohol ist jetzt ein weiteres Problem. Alkohol kann gar nicht verbrannt werden, auch mit Insulin nicht, sondern wird immer erst als Fett gespeichert und kann dann später in den nächsten Tagen oder Wochen dann in der Gluconeogenese, also in der Heranziehung von Kohlenhydraten durch Umbau in der Leber aus Fett wieder herangezogen werden. Also ein wahnsinnig großes Problem für viele. Und das ist auch der Grund, warum es eben nicht gut ist, zu sagen, ja, ich trinke nur ein Glas am Abend. Wenn ihr ein Glas Alkohol am Abend trinkt, ist eure Body Mission im Eimer. Da braucht ihr sie gar nicht erst anfangen. Also da müsst ihr ein bisschen strenger werden. Das muss man so ein bisschen verknappt werden. Was passiert noch? Zu viel Zucker, hatte ich gerade gesagt, wird als Fettdepot gespeichert. Wenn ich aber jetzt in den Unterzucker knalle, was immer die Folge vom Überzucker ist, ist eine, ja, ich sag mal, eine Art Sparflamme, die jetzt mein Körper aufbaut, denn er hat so eine Art Steinzeit gegeben. Was bedeutet das? Wenn ich meinem Körper jetzt nach einem Überzucker einen Unterzucker anbiete, denkt er, oh Gott, es kommen schlechte Zeiten, ich muss hungern. Und immer wenn ich dieses Signal setze, egal wie lange von der Zeit her, geht mein Körper hin und geht auf Sparflamme. Das heißt, er bevorratet. Er versucht jetzt lange mit den Energien klarzukommen. Und das kann er nur, indem er den Energieverbrauch senkt. Den Energieverbrauch senken kann ich aber nur durch Verlust von Muskulatur. Das heißt, ich nehme immer mehr Muskeln ab. Wenn ich dann allerdings irgendwelche Nährstoffe wieder im Blut habe, geht mein Körper dann erst hin und baut Fettdepot auf, was ganz wichtig ist, weil er sagt, na, es könnten ja wieder schlechte Zeiten kommen, dann brauche ich so ein bisschen in meinem Lager. Das heißt, Überzucker wie Unterzucker führt dazu, dass ich immer fetter werde. Sehr interessant ist jetzt, das ist unabhängig von der Menge dessen, was ich esse. Und das Einzige, was jetzt passiert, ist ein Unterschied im Gewicht. Esse ich normale Mengen, werde ich über die Jahre immer schwerer, 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 schwerer und schwerer. Und glaubt mir, das kennen viele von euch. Ich kenne das Problem selber auch. Dass man irgendwann mal denkt, meine Güte, ich wiege ja viel mehr, aber ich habe doch immer gesund gegessen. Warum? Man hat vielleicht die normalen Mengen gegessen, hat aber das Verhältnis dieser einfachen Kohlenhydrate nicht richtig berücksichtigt. Jetzt gibt es Menschen, die das auch nicht berücksichtigen, aber ihr Körpergewicht ein Leben lang halten. Und jetzt denkt mal so, ich sag mal, an die 70-Jährige. Ich denke immer hier an den Tennisclub, weil da habe ich damals sehr viele Patienten von gehabt. Dann hast du so eine 70-Jährige, die, ich sag mal, so Schultern, so eine Taille hat, ja, im Prinzip einen flachen Popo, dünne Beine, aber in der Mitte so ein ganz kleines, könnt ihr gar nicht sehen, die Kamera ist oben, so einen ganz kleinen Diabetikerbauch. Die hat immer noch 50 Kilo. Und da ist die auch total stolz drauf. Und dann sagt die mir auch noch, ja, mein Fritz, der hat immer noch seine 75 Kilo, bei dem achte ich schon lange aufs Essen. Nur der Fritz war mit 18 so ein paar Schultern, so eine Taille, jetzt mit 80 so eine Schultern und so eine Taille. Was ist passiert? Der hat sich komplett, oder beide haben sich komplett von ihrer Figur, vom Habitus verändert, denn sie haben über die ungesunde Ernährung
aber immer in einem leichten Mangel, zwar ihr Gewicht super halten können, aber haben immer mehr Muskeln abgebaut, was ich vorhin angesprochen habe, und über die Jahre immer mehr Fett angesammelt. Und das ist natürlich auch nicht gesund. Und das ist der Grund, warum manchmal Menschen, die vielleicht vom Gewicht her optimal sind, trotzdem schwer krank werden und sich wundern. Hier habt ihr zum Beispiel eine mögliche Erläuterung dazu. Hier mal aus der Praxis. Ich habe den Namen extra geweißt. Ich wollte gerade sagen, geschwärzt, geweißt. Und wir machen ja bei uns Atemgasanalysen. Und mit dieser Atemgasanalyse kann ich eben tatsächlich genau feststellen, gibt es Stoffwechselblockaden? Wie ist die Verbrennung überhaupt? Verbrenne ich mehr Fett, mehr Zucker etc.? Das war damals ein 18-Jähriger, der den Fehler gemacht hatte, während seiner Lernphase nur Süßigkeiten in sich hineinzustopfen. Der hatte tierisch zugenommen, also der ist mit 1,83 bei 73 Kilo nie übergewichtig, um Gottes Willen, ja, aber er hatte eben von, ich glaube, 67, 68 Kilo, war halt so ein dünnes Kruschball, so ein Hering, hatte der zugenommen, nur Fett. Und der ist ins Krankenhaus gekommen. Ihm hat man, anstatt die Anamnese richtig zu betreiben, direkt gesagt, das ist ein Diabetes 1, wollte ihn direkt schwer medikamentös behandeln. Wir haben dann die Anamnese richtig gemacht, wir haben diesen Test gemacht. Ihr seht, der hat 357% Zucker verbrannt und null Fett verbrannt. Warum? Der war immer nur in diesem Hoch, runter, hoch, runter, hoch, runter und das den ganzen Tag. Natürlich mega müde, mega unfit. Letzten Endes war es auch schwierig für ihn zu lernen, weil im Unterzucker lernen ist natürlich auch nicht gut. Und wir haben das Problem echt mit der Body Mission komplett in den Griff bekommen. Der hat 3 Monate Body Mission gemacht, Aloe Vera Probiotics genommen, den Darm neu aufgebaut. Alles ist weggegangen, kein Diabetes mehr, super Langzeitwerte, super Körpergewicht und die Body Mission bzw. die Atemgasanalyse zeigt eben auch wieder richtig gute Werte. Dr. Kurt Mooseter sagt nicht umsonst, Zucker ist der heimliche Killer. Ja, er hat ein Buch darüber geschrieben und es ist deshalb der heimliche Killer, weil ja viele gar nicht wissen, was passiert damit und viele gar nicht wissen, wo ist denn Zucker drin. Wenn ich Menschen sage, hey, du kannst keinen Kopfschinken mageren essen, ja, die essen mageren Kopfschinken, weil sie abnehmen wollen. Das Ding ist Oberkante, Unterlippe, Hochrand voll mit Glukosesirup. Das sagt aber keiner ein. Ja, das ist ein Produkt, das hat jetzt mit einem reinen Fleisch ja nichts mehr zu tun. Und das ist zum Beispiel eines der Beispiele. Ja, und egal, ob ihr jetzt Teigwaren nehmt, ob ihr fertige Soßen nehmt oder, schaut bitte immer bei Zutaten. Wenn ihr ein Produkt habt mit Zutaten, dann ist irgendeine Endung mit Ose. Lasst die Finger davon, beziehungsweise ich würde euch raten, einfach nur frisch zu kochen. Soßen kann man selber machen. Ich würde grundsätzlich da keine Zucker nehmen. Wir verwenden zum Beispiel im Haushalt gar keinen Zucker. Also wir haben noch nicht mal Raffineriezucker oder Zucker da. Wir haben auch keine Zuckerwürfel, wir haben nichts in der Richtung. Bei uns wird grundsätzlich nur gesüßt mit Naturhonig, wenn wir süßen müssen. Und das war's. Ja, vielleicht nochmal ein Ahornsirup im Schluss, aber normalerweise nicht. Also wie gesagt, wir benutzen immer reinen Naturbiohonig. Der Säure-Basen-Haushalt ist genauso wichtig. Ich habe es vorhin gesagt, viele nehmen ab, 2 Wochen, dann geht nichts mehr, müssen wieder weniger essen und so weiter und so weiter. Was passiert? Ein kataboler Stoffwechsel, das ist ein abbauender Stoffwechsel. Der ist ja insbesondere in der Diätphase so. Also wenn ich abnehme, baue ich ja Zellen ab. Und die Zellen, die abgebaut werden, die enden immer als Stoffwechselrestprodukt und die sind immer sauer. Und wenn ich jetzt zu viel Säuren in der Richtung habe, vielleicht dann zusätzlich noch Stress kommt und ich noch mehr Säuren habe oder vielleicht sogar noch Medikamente nehmen muss und noch mehr Säuren habe oder aber zu stark in reine Proteine reingehe, die dann auch wieder sauer abgebaut werden, habe ich irgendwann mal ein Problem. Denn der Körper kann das alleine nicht mehr bewerkstelligen. Und dann kommt es zu einer azidotischen, zu einer sauren Stoffwechsellage. Und die lässt mein Körper im Blut niemals zu, denn der Blut-pH muss immer exakt bei 7,4 bleiben. Und dann hat er nur noch 2 Möglichkeiten, dem entgegenzutreten. Einmal, indem er es abpuffert, oder indem man es verschiebt. Und beides macht halt Riesenprobleme. Das Abpuffern selber, müsst ihr euch vorstellen, bedeutet, dass ich Raubbau an allen
mir zur Verfügung stehenden Mineralien an meinem Körper betreibe. Das heißt, alle Organparenchyme, alles wird schlechter, Muskeln werden schlechter, Haut, Haare, Nägel, Knochen etc. Also ein total ungesundes Abnehmen in dem Moment. Und es kommt natürlich dazu, die Mineralien sind die Zündkerzen des Stoffwechsels. Das heißt, mein Stoffwechsel schläft komplett ein. Das heißt, mein Kilokalorienverbrauch sinkt, ich sag mal, ins Bodenlose. Gleichzeitig habe ich aber auch das Problem, dass enorm viele Stoffwechselblockaden entstehen, denn die übrig gebliebenen sauren Metaboliten werden in einen Raum verschoben, wo Platz ist. Und das ist der Zellzwischenraum. Und wenn ihr schon mal bei den Webinaren aufgepasst habt, wenn es speziell um Aloe Vera, Probalance, Zellzwischenraum ging, dann wisst ihr, über die Jahre hinweg, wenn ich immer wieder diese Sauren in den Zellzwischenraum schiebe, habe ich irgendwann mal Stoffwechselblockaden. Das bedeutet, zwischen den Zellen, die ja meine Nährstoffe mit Hilfe von Sauerstoff verbrennen sollen, und der Kapillare, die genau diese liefern, sind jetzt so eine Art, ich nenne es mal Müllsäcke. Stellt euch vor, das wäre eigentlich eine klare, wässrige Lösung, die ist jetzt dick wie so ein Magerquark. Ja, wie soll da mal was durchkommen? Wenn aber Sauerstoff und die Mikronährstoffe nicht mehr richtig zur Zelle durchkommen, kann die Zelle nicht mehr richtig verbrennen. Und mein Stoffwechsel schläft logischerweise ein. Und schaut mal, ich gehe nochmal zurück, 2, 3 Folien. Ich weiß nicht, ob man es hier sehen konnte bei dem jungen Mann. Doch kann man hier noch sehen. Schaut mal in der Atemgasanalyse, der FeCO2-Wert und der FeO2-Wert. Normalerweise ist es so, dass wenn ich jetzt atme, ich natürlich nicht alles an Sauerstoff verbrauche. Ich scheide also so 15-16% ungenutzt wieder aus. Der war bei 17,2% Ausscheidung. Das heißt, dass er den angebotenen Sauerstoff an den Zellen gar nicht mehr nutzen konnte. Der konnte den also nicht verbrennen. Der hat definitiv Stoffwechselblockaden aufgebaut. Und wenn das die Zelle nicht mehr kann, dann geht die in einen Gärungsstoffwechsel. Das müsst ihr euch vorstellen wie so ein Ölfeuer. Das hustet, das stinkt, das qualmt. Heißt übersetzt, ich werde müde, antriebslos, konzentrationsschwach oder eben irgendwann mal krank. Und Ölfeuer bedeutet ja auch mehr Qualm, sprich mehr CO2. Und genau das können wir bei diesen Leuten sehen. Schaut mal hier, normalerweise produziert man 3-4% Kohlendioxid. Der hat damals 7% Kohlendioxid produziert. Und daran kann man das wunderbar sehen, also diese Folgen. Ja, ich gehe mal wieder weiter. Letzten Endes kommt es also zur Störung dann der Zellatmung. Denkt bitte an die Stoffwechselblockaden. Und zu einer Störung oder Senkung im Kalorienverbrauch insgesamt. Einmal natürlich durch die Stoffwechselblockaden, aber letzten Endes auch dadurch, dass mir die Zündkerzen fehlen, also keine Mineralien mehr optimal zur Verfügung stehen. Und hier ist wieder interessant, einer der modernsten Zellforscher, Professor Bruce Carroll-Lipton, der sagt, nur ein gesundes Umfeld bringt auch gesunde Zellen hervor, während ein krankes Umfeld, also ein kranker Zellzwischenraum, kranke Zellen produziert. Das heißt, schon aus diesem Grund muss man schon mal alleine, vielleicht auch wenn man krank ist, über eine Initialzündung mit der Body Mission nachdenken, in Kombination zum Beispiel mit Aloe Vera, dass man allein mal auch hier den Zellzwischenraum auf Vordermann bringt. Der dritte Punkt, den wir angesprochen hatten, war die Darmsymbiose, also die optimale Zusammensetzung der Darmbakterien in unserem Dünndarm. Man nennt das auch das Darmmikrobiom. Und das ist nicht nur in der Immunologie sehr, sehr wichtig, sondern natürlich auch für unser Leben. Denn man sagt nicht umsonst, der Darm oder der Dünndarm ist der Schlüssel zur Gesundheit. Denn alle Stoffe, die ich im Körper aufnehmen muss und will, werden nur hier aufgenommen. Aber alle Stoffe, die ich nicht aufnehmen darf, werden hier normalerweise draußen gelassen. Wenn aber eine schlechte Ernährung, Medikamente, Reizstoffe, Stress, Alkohol, Nikotin etc. zu einer Störung dieser Darmflora führen und es zu einem Rückgang der physiologischen, also der normal gesundheitserhaltenen Darmkeime kommt, wachsen die pathologischen, die kranken, machenden Keime ungehemmt. Und dann kommt es zu einer kompletten Störung des Darmmikrobioms. Es kommt zu einer sogenannten Darmdysbiose, also zu einer Störung. Und ihr müsst euch vorstellen, in dem Moment ist die Verdauung gestört, die Darmträgheit, also es beginnt eine Darmträgheit.
die Nahrung wird nicht mehr richtig verwertet, also im Sinne der resorbierten, der aufgenommenen Nährstoffe. Das heißt zum Beispiel Mikronährstoffe, die ich dringendst brauche, um einen richtig optimalen Stoffwechsel zu haben. Die werden vielleicht gar nicht mehr richtig aufgenommen. Und dann kann ich die Makronährstoffe, also Fette, Kohlenhydrate und Eiweiße, gar nicht richtig verwerten. Sprich, unter Umständen werde ich viel, viel schneller fett. Und was ganz wichtig ist, es kommt zu einer vermehrten Aufnahme von giftigen Stoffen, von Noxen, was dann natürlich wiederum irgendwann mal auch meine Zellen wiederum vergiften kann, was im Zellzwischenraum abgelegt wird und so weiter. Und was natürlich auch irgendwann mal dann den Stoffwechsel extrem hemmt. Alexandre Dumas sagt, wir leben nicht von dem, was wir essen, sondern von dem, was wir verdauen. Und dieser Satz trifft es eigentlich perfekt, denn das soll heißen, es geht um Qualität und nicht um Quantität. Ja, das ist ein ganz, ganz wichtiger Aspekt. Die Lösung haben wir schon angesprochen, das ist die Body Mission. Ich habe es hier jetzt nochmal insgesamt angesprochen, weil wir auch die 3-Monats-Body Mission haben und die ist eben ja wunderbar aufgebaut. Wir haben zum einen Basislösungen, wir haben aber auch individuelle Aufbauprodukte und wir haben dann eben noch zusätzliche Expertentipps. Gehen wir da mal einzeln rein. Als Basislösung haben wir eben den Mahlzeitenersatz, Diätbegleiter und einen Abnehmcoach. Wie funktioniert das Ganze? Wie der Mahlzeitenersatz, das sind eben Produkte, die zu 100% nach § 14 der Diätverordnung eben Formulaprodukte sind. Das heißt, egal ob es jetzt ein leckeres Müsli ist, wir hatten im Winter zum Beispiel so eine Art Porridge. Wir haben ganz, ganz leckere Shakes, 4 verschiedene Geschmacksrichtungen, die sind immer da. Wir haben 3 verschiedene Suppen, die sehr, sehr lecker sind. Und wir haben eben für unterwegs oder auch mal so als Ersatz 3 verschiedene Riegel. Und das sind eben echte Formula-Produkte und diese werden normalerweise 2-mal am Tag eingesetzt und einmal am Tag esse ich gesund, zum Beispiel nach den Rezeptideen, die ich in meiner eigenen Body Mission Seite, wo ich mich einloggen kann, habe. Zum Einloggen kommen wir gleich noch. Ich persönlich arbeite mit meinen Kunden im Sportbereich, ich bin ja auch Personal Trainer, aber auch mit meinen Patienten immer gerne mit einer Initialphase. Die geht 3 Tage bis circa 5 Tage, maximal bis zu 2 Wochen, also bei extremen Adipositas-Patienten. Und in dieser Phase arbeiten wir erstmal nur mit diesen Produkten, also morgens, mittags und abends. Warum machen wir das? Wir leeren damit komplett die Zuckerspeicher. Der Körper kommt schneller in die sogenannte Ketogenese. Also er baut schneller tatsächlich dann eben Fette ab, weil er keine Kohlenhydrate mehr findet. Er muss dann eben Fette benutzen, um Energie zu erzeugen. Das geht ein bisschen schneller. Und dann steigen wir eben um. Und dadurch, dass wir dann 2-mal am Tag mit den Produkten arbeiten und dann eben die richtigen Mahlzeiten 1-mal am Tag zusätzlich zubereiten oder kochen, bleiben wir stabil im Blutzucker, also haben nicht mehr diese Schwankungen. Und dadurch bleibt jetzt das Türsteherphänomen, was wir vorhin hatten, und das Steinzeitgen aus. Das heißt, ich kann die gesamte Zeit über nicht nur optimal Energie abrufen, sondern eben die gesamte Zeit über optimal verbrennen. Und das bleibt dann auch so. Sündige ich jetzt einmal zwischendurch richtig und habe meine Zucker wieder zu voll, mache ich einfach einen Tag später, wieder einen Tag, wo ich morgens, mittags und abends nur diese Produkte einsetze, habe ich vielleicht 2 oder 3 Tage gesündigt, die zu Weihnachten, wo das ein bisschen länger ist, oder mal eine ganze Woche, ja, dann muss ich halt wieder 3, 4, 5 Tage diese Initialzündung machen, gehe dann wieder in den normalen Rhythmus der Body Mission über und nehme wieder super ab. Zusätzlich haben wir wichtige Diätbegleiter, die größtenteils in unserer Body Mission enthalten sind, zum Beispiel dieses Power Shake, was dafür sorgt, dass ich eben, das nehme ich kurz vorm Abend, kurz vorm zu Bett gehen, also zwischen Abendessen und Schlafen gehen. Normalerweise sollten da circa 3, 4 Stunden dazwischen liegen. Ich sage immer, mach den Power Shake so 1 Stunde, 1,5 vorm Bett zu Bett gehen. Und hier hast du jetzt eine super Möglichkeit, über die Nacht Fett zu brennen. Wir sagen so dieses Jahr, schlank im Schlafprinzip. Warum? Der Power Shake hat
fünf verschiedene Proteinkomponenten, die in fünf verschiedenen Zeitphasen abgebaut werden. Und dadurch habe ich fünf verschiedene Zeitfenster, die dann letzten Endes mehrere Stunden meinen Körper in die Proteinsynthese bringen. Und immer wenn ich in der Proteinsynthese bin, bin ich auch gleichzeitig in einem optimalen Fettabbau. Und das ist natürlich genial. Gleichzeitig sorgt es dafür, dass ich weniger oder gar keine Muskelmasse abbaue. Wenn ich trainiere, baue ich sogar Muskeln auf. Es schützt natürlich auch die Knochen, die Sehnen, die Bänder. Und durch einen zusätzlichen Anteil an Magnesium wird auch der Energiestoffwechsel deutlich erhöht. Einer meiner Lieblingsgetränke auch im Sommer, da trinke ich das als Kaltgetränk, gemischt mit Aloe Vera, ein bisschen Zitrone rein, ein bisschen Ingwer rein. Das mache ich mir dann immer mit Eiswürfeln als Eistee fertig. Trinke ich immer im Sommer 1-2 Liter, also auch wenn ich nicht Diät mache. Im Winter natürlich ein wunderbares, heißes Getränk, erfrischt mega gut und es beruhigt extrem den Magen-Darm-Trakt. Es giftet also nicht nur, ja, durch Brennnessel zum Beispiel, was ja die Nierentätigkeit anregt, oder Rooibos-Tee, was die Ausscheidung fördert, sondern es beruhigt extrem und vor allen Dingen nimmt es das Hungergefühl durch den Mate-Anteil. Es entwässert hervorragend durch den Lemongrass-Anteil. Fettverbrennung wird erhöht durch den Süßholzanteil, übrigens auch ein tolles Zusatz für den Geschmack, denn ihr braucht hier keinen Zucker, kein gar nichts. Wenn ihr den kurz aufbrüht, also kurz ziehen lasst von maximal 3-4 Minuten, dann habt ihr sogar einen leicht süßlichen Geschmack. Also den kann man wunderbar trinken und er gibt so eine gewisse Energie, so eine gewisse Leistungsfähigkeit halt durch den grünen Teeanteil. Und ihr wisst ja, grüner Tee zum Beispiel hat 20-25% mehr Möglichkeiten, zum Beispiel freie Radikale zu binden. Das ist also einer der effektivsten freien Radikalenfänger. Also somit auch nochmal ein Protektor für euch und ich sag mal ein super Entgifter. Für mich ganz, ganz wichtig, wir haben ja vorhin über den Säure-Basen-Haushalt gesprochen. Hier unser Provalence, ein echter Säurekiller, denn hier werden absolut hochwertige basische Mineralien geliefert. Und das Wichtige ist, zu 100% bioverfügbar. Warum? Weil diese Mineralien exakt im richtigen Verhältnis zueinander sind, sodass der Körper sie eben perfekt aufnehmen kann und nicht nur eine super Auswirkung im Darm haben, sondern eben sehr gut dann auch in den Zellzwischenraum aufgenommen werden. Und das ist eben diese sogenannte Bioverfügbarkeit. Das geht zum Beispiel eben nur, wenn zum Beispiel Magnesium und Calcium in einem optimalen Verhältnis stehen, das Calcium wiederum zum Silizium in einem optimalen Verhältnis steht und so weiter und so fort. Und das ist eben hier gegeben. Der Säure-Basen-Haushalt wird ausgeglichen damit. Ne? Und ihr habt ja vorhin gesehen, wie wichtig das ist. Der Stoffwechsel wird unterstützt, weil ich habe jetzt eben genügend Magnesium, genügend Zündkerzen sozusagen für meinen Stoffwechsel. Es entwässert richtig gut. Das Gewebe wird gestrafft. Wir haben übrigens auch hier ganz tolle Erfahrungen. Wir haben ja viele Menschen, die 20, 30 oder mehr Kilo abnehmen. Wenn jetzt keine schweren Hautrisse vorher entstanden sind, haben die tatsächlich hinterher kein Hängefleisch. Und das finde ich also wirklich ein ganz, ganz, ganz tolles Ergebnis. Geht natürlich nicht in dem Beispiel, wo wir haben ja vorhin mal von den 280 Kilo gesprochen, da ging das nicht, das musste tatsächlich wegoperiert werden. Aber 30, 40, 50 Kilo normalerweise kein Problem, weil eben das Gewebe hier mit Mineralien und vor allem auch Silizium versorgt wird. Und das ist natürlich dann eben optimal. Die Bedingungen zum Abnehmen werden hiermit natürlich deutlich verbessert. Ich habe euch vorhin gesagt, man ist auch von der Begleitung her nicht alleine. Wir haben eben einen speziellen Abnehmcoach. Dort sind Fitnessvideos, Anleitungen, praktische Tipps für den Alltag, Fragen, Antworten, Ernährungsrezepte etc. etc. Also ihr habt wirklich hier eine Möglichkeit, individuell zu arbeiten. Ihr könnt dort euer Gewicht einpflegen. Dann kommt dann, wenn ihr abnimmt, ein Smiley. Übrigens, wenn ihr nicht abnimmt, kommt da auch kein Lieber-Smiley. Damit müsst ihr natürlich rechnen. Und ihr könnt euch da wunderbar einloggen mit www.body-mission.de. Und sehr interessant ist es übrigens auch für Leute, die damit arbeiten. Wenn ihr damit arbeitet, könnt ihr euch auch eine eigene Subdomain damit machen, damit Kunden eben direkt zu euch
faktisch, nachdem sie Informationen über die Body Mission bekommen haben, direkt bei euch auch auf der Seite landen, beziehungsweise bei euch im Shop. Für diejenigen jetzt, die die Body Mission durchführen wollen, ist also dieses www.body-mission.de ganz wichtig. Das ist der Link, wo ihr euch einloggen könnt. Dann müsst ihr einfach nur eure Partnernummer eingeben und dann könnt ihr das Ganze individuell ausfüllen und werdet dort bestens begleitet. Kommen wir zu den Aufbauprodukten in der Body Mission. Und